Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. In der letzten Folge sind wir von Zepho erstmal abgehauen. Das war ich jetzt sagen, da war ich eigentlich nicht so geplant, aber okay, dankeschön. Okay. Und ja, jetzt sind wir auf Bogano und erkunden noch so ein bisschen weiter, was es hier zu finden gibt, ne? Ich habe 78% des Planeten erkundet. Und wir machen uns jetzt weiter drauf zu gucken, was es hier noch zu holen gibt, weil ich schätze mal, wir haben irgendwie alles, was wir irgendwie so brauchen, meist mögliche zu öffnen, zu erreichen und so, ne? Also nehme ich jetzt mal an und ja, gucken wir mal. Halt, da will ich meinen. So, muss jetzt aber die Karte hier richtig gut abgehen, habe ich so Gefühl. Na, kann man sogar machen. Okay, geil, ich bin ganz gestorben. Wie ist denn das schon wieder? Ich wollte mal gucken, ob man sich da irgendwie so abhängen kann, aber ja. Ich weiß jetzt nicht, was passiert. Ich weiß, ich bin runtergefallen und dadurch nimmt man Schaden, aber der ist jetzt irgendwie zwei, drei Mal hintereinander runtergefallen und ich bin da nicht gestorben. Was zum Teufel ist das schon wieder gewesen? Ey. Eine Minute drinne im Video und ich bin schon verreckt. Gut, letzte Folge haben wir schon so ein bisschen die erkundet von dem Planeten. Wir haben schon dieses Octobocto-Dingen da erledigt. Und ein weiteres Stimpack haben wir jetzt auch noch. Und ich würde sagen, wir machen erstmal hier so ein bisschen Erkundung. Macht jetzt haben wir auch bekommen. Ich würde sagen, wir erkunden jetzt hier noch eine ganze Menge, bevor wir irgendwie storymäßig weitermachen, weil ich kann irgendwie jede Hilfe gebrauchen, die es gibt in diesem Spiel. Einfach nur, weil das Spiel so kacke schwer ist, Mann. So, und jetzt gehen wir mal dahin, ohne abzustürzen. Da wäre eine sehr gute Idee. Ja, ich habe mich da oben gehört. So, die Frage ist jetzt, also einmal noch dieses ganz fette Teil, das kriegt doch nie im Leben tot, wenn ich dagegen kämpfen kann. Hey, du bist wie ich habe schon gesehen, BD1. Ah, schön, ziehst der rein Grund. So, 5 von 5 Truhen, aber 88% nur erkundet. Was soll das bedeuten? Schon wieder wahrscheinlich vergessen, irgendwie was hier zu scannen irgendwo, ne? Was ist das? Da sind meine Erfahrungspunkte, oder? Boah. Boah. Gehen wir mal. Ja. Yep. Gott, lass nicht darüber reden. So. 5 von 5 Thronen. Was habe ich denn hier verpasst? Gott. Das heißt, ich habe irgendwo vergessen, was zu scannen wahrscheinlich, ne? Das ist ja sehr nett. Gehen wir mal darunter. Ne, warte, hier waren wir auch schon. Oh, oh, ehrlich. Okay. Ich dachte, ich habe was Krasses gesehen. Ja, ich verpiete mich. Hi. So, da kommt man wieder nach oben, genau. Und oh, halt, warte mal, da stimmt, da bin ich gar nicht hingegangen. Okay, das nie wieder. So, wir sind diese Rutsche da nicht lang gegangen, stimmt. Was, da kommt man doch gar nicht hin irgendwie.
Da war eine Liane irgendwo, ne? Ja. Hui, ja, Kamera, danke. Okay. Nach so kommt man wahrscheinlich zum einen Ort, ne? Wo ich gerade war. Oder auch nicht. Ja, unglaublich alt. Mir sagen sie nicht viel. Verpisst euch. Ja, sehr gut. Okay. Gib mir das. Eine Begräbnisstätte. So, fertig hier. So, und nun? Also da kann man sich. Okay. Oh Gott, wird sich das wieder treffen, ne? Pass auf. So. Gut. Okay, das lief besser als gedacht. So. Alles erkundet, okay. Heißt, wir können nach oben. Geh weg. Geh weg. Gott. Ich habe schon beinahe einen Sprung nicht. Oh Gott. Warum ist ja alles so knapp, Mann? So, wo kommen wir jetzt hin? Und zeig mir doch mal, was das für ein Gebiet ist. So. Hier haben wir alles. Wir haben 80% der Kunde von dem Planeten. Verlassene Werkstatt. Ach, da ist das. Ja, das könnte ein bisschen dauern hier so, bis wir alles finden, habe ich so Gefühl. Aber nein. Hey, gibt's doch nicht. Retter der Galaxis, ja. Ja, Mann. Ja, gibt's ja einfach nicht. Nein, Antivirus, geh weg. So, da kommst du zum Turm hin, da kommst du, gehen wir mal vom Anfang an hier hin. So, mindestens alle Geheimnisse möchte ich hier noch finden. Also das ist ja schon mal, das wäre schon mal sehr nett. So. Ist hier irgendwie was auf der Karte? Das ist eine Werkbank, nehme ich mal an, das weiße. Das hier, das sieht verdächtig aus. Eins von zwei Truhen. Wo ist denn die zweite? Warte mal hier. Lass noch mal. Gott. Da gucken. Oh, da ist sogar was. Irgendwas Grünes auf der Karte. Oh, hi. Er war ein bisschen langsam, Kollege. Komme ich denn da hin? Ja, kommt man wieder anmachen, ne? Auch irgendwie seinen Grund haben da.
ich kann ihn noch weiter beschleunigen, ne? Mann. Will ich mir nur ein. Ich da irgendwo klettern. Halt. Nee. Oh, kann ich mal aufhören, überall daneben zu springen? So, was kann ich gegen mit das Ding machen, ey? Da oben ist irgendwas. Verschwindet jetzt schon wieder meine Zeit, habe ich so Gefühl. So. Ich hoffe, wir finden alles in dem Part. Wenn nicht, muss ich auf jeden Fall ein bisschen schneiden. Also, ja, wenn es jetzt schon alles in einem Part, jetzt nicht irgendwie zwei Parts hier oder drei, vier durch die Gegend rennen, bis ich irgendwann alles hier gefunden habe. Da wird ein bisschen zu lange dauern, habe ich so Gefühl. Also werde ich wahrscheinlich so ein bisschen zurecht schneiden. Ja, was ist das denn da? Ich bin da schon wieder hin. Das ist eine Truhe. Komm ich da oben hin? Ja, irgendwo. Da ist auch wieder ein fette Viech, ne? Habe ich ja schon wieder gefunden. Hilfe bitte. Hilfe ist ruhig raus. Komm, irgendwie bin ich darauf klar. Einfach hier, ja. Gott, der ist voll am Glitschen. Okay, wenn die sich so exploren lassen, also ist ja nicht meine Schuld. Also müssen jetzt Spieler besser programmieren. Irgendwann hätte ich die bestimmt schon erledigt. Ich möchte euch nur halt die Länge hier ersparen. Au. Hilf mir bitte. Du kannst nicht gewinnen. Immer. Der hat gesetzt. Mich kriegst du nicht. Also auch nur du. Bonk. Okay, keine Ahnung. Irgendwas Interessantes? Sind die irgendwie nur zum XP farmen da oder was? Null Chance besiegt. Also ja, er war ein bisschen billig, aber das ist mir sowas von egal. Ich hatte schon heute meine Anzahl von Frust, also ja, wenn die sich so einfach exploren lassen. Irgendwann hätte ich die schon geschafft. Jetzt mal ehrlich, irgendwann hätte ich die schon geschafft, nur. Ja. Hier komme ich da oben hin. Da.
Zieh mal das Ding runter. Wieso kann ich das nicht anvisieren? Ich muss da hoch irgendwie. Da, nee. Ja. Ey. Junge. So, hey, da kann man irgendwie sich dran engeln. So. So, kann ich mir irgendwas Vernünftiges hier holen? Da oben. Oh, wenn er sein Lichtschwert die weg, also er hat. Was denn hier mit? Ich spar mal, das interessiert mich jetzt irgendwie nicht so, wenn ich ehrlich bin. So, ich habe gerade irgendwo was gesehen, wo man sich dran hängen da. Also ja, da wird ja wahrscheinlich alles geschnitten jedes Mal, wenn ich was Interessantes finde. Weil sonst hänge ich ja wahrscheinlich eine Stunde dran an dem Planeten, bis ich irgendwann alles gefunden habe. So, wie ich kann das jetzt nicht ziehen. Hast du einen neuen Freund? So, ich wollte schon sagen, wenn ich da jetzt nicht dran komme, ne? Am Lecken. So. Okay. Da bin ich mir ziemlich sicher, waren wir auch noch nicht, oder? Sind wir? Oh Gott. Oh Gott, da sind. Oh Gott. Sind drei von diesen Viechern. Wenn ihr eins hackt, das Ding mal. Ja, kann er natürlich jetzt nicht machen. So wenig Schaden gegen die. Hilfe, bitte. Oh, es kommt noch einer, ist klar. Ja, okay. Ja, lass mich los. Gott. Ja, der dritte ist jetzt auch noch getriggert. Geil. Gott, ich habe so das Gefühl, ich will hier oben sein. Was ist da schönes? Ist das was? Okay. Okay, ich würde die Typen erstmal gerne trennen, wenn es geht. Ja gut. Bitte. Ihr sagt mir nicht, eine wurde getriggert. Na. Ich glaube, ich muss die echt. Okay. Ich glaube, das ist deine Stärke. Gut, lass mich einfach das hier machen. Oh Gott. Ich wusste, dass du da reinspringst. Oh, du hast was gefunden. Ja, ich habe das schon genommen. Was macht da jetzt? Und ihr sagt mir ja voll Schnuppe, außer hier ist noch ein Schatz wo irgendwo. Da gibt es hier noch irgendwas von Bedeutung. Oh, da ist aber noch was. Ja, mach das schnell auf, bevor die hier rüberkommen. Hey BD, siehst du mal an. Was ist es, BD? Das sieht doch cool aus. Oh Gott. Das sah irgendwie nicht natürlich aus. Ich gehe dann mal.
Also Gefühl, hier bin ich so auf dem richtigen Pfad für irgendwas, obwohl. Oh, da, okay. So, und da bin ich dann da, alles klar. Komm schon. Oh, oh, was? Oh Mann, lass mich da hoch. Warum geht der immer nach rechts, Mann? So, lass mich mal, wo ich jetzt immer wieder da spawne. Ja, ist gut. So. Gott. Ich wusste, dass du da reinspringst. Also langsam aber sicher finden wir ja alles. Republik. Boom. What? Mein Freund, ich habe eine merkwürdige alte Kugel gefunden. Alles klar. Na, 84%. Hier sind noch zwei Truhen irgendwo. Oh Gott! Ja! Was? Was war das? Mein Gott, Kelle. Ganz ruhig, ganz locker bleiben. Okay, was ist hier jetzt gewesen? Truhe. Das ist eine Truhe. Okay. Wie komme ich dahin? Da muss ich doch irgendwo hinkommen, ne? Halt, ist da nicht eine Liane? Nee. Okay, gehen wir mal hier lang erstmal. So, dann gehen wir mal von hier aus erkunden. Wird ruhen 16, das heißt 5 fehlen noch und 2 Geheimnisse. Schön. Ich definitiv alles noch finden. So, sie auf den ersten Blick noch irgendwas hier. Dieser komische Kreis, wo ich reinspringen kann, sieht wichtig aus. Dann gehen wir mal da rein. Also bestimmt auch wieder ein Boss oder irgendwas, ne? So, hey, da sehe ich was Schönes. Das geben die mir doch nicht einfach so umsonst, oder? Doch. Willst du noch ein Stim? Noch ein Stim? Yes. Oh, schön. Oh, nimm das. Damit ich dadurch stärker werde. So, gefühlt nächstes Mal, wenn wir jetzt Story hier weitermachen, bin ich sehr vorbereitet. So, wo ist das? Ah, uralte Technologie. So, aber da sehe ich auch noch was. Wie komme ich denn da hin? Ja.
sehe ich jetzt auf den ersten Blick nichts. So, 66% hier erkundet. Nein. Ja, mal da runter. Boah. So. Ach hier, ah ja, ich weiß. Da habe ich noch im Kopf irgendwie. Ich habe eine Liane da ganz oben. Habe ich schon irgendwie beim letzten Mal versucht. Ich meine, da muss man so machen, ne? Ah. Ja, ich glaube so. Ne? Okay, warte. Ich weiß das. Ich hatte eine an. Nein, zu viel. Nein, Mann. So, jetzt aber. Oh Gott. Okay. Oh, da ist auch noch eine Liane. Gott. Alter, das ging mir ein bisschen zu schnell gerade. Oh. Wow. Oh mein Gott, so. Nur X-Mashen, das geht schon. Guck mal, wie hoch ich jetzt bin. Guck mal, wie hoch. Okay, weißt du was? Komme ich überhaupt hin? Nee. Das sah schmerzhaft aus. Da komme ich aber irgendwie nicht hin, dann, denn, oder? X-Mashen, damit wir mal nach oben kommen. Ja, und dann, boah, Junge, mach das doch mal richtig hier. Nein. Boah. Kann man nur so ein Rätsel hier einbauen, jetzt mal ganz ehrlich, ey. Wahrscheinlich wäre nicht der richtige Weg, wie ich das machen soll, oder? Wenn ja, dann ist er ganz schön gestört, ey. Der geht immer und tut sich noch an der Einwand anhängen und dann tut er irgendwie den Griff abbrechen. Ich ziehe halt an mich heran, dann stößt er sich an der Einwand nochmal ab und dann wird der Griff abgebrochen und jetzt, boah. So, jetzt aber, boah, leck mich an. Und da ist eine Wand zum Rennen, sehe ich gerade. Da holen wir uns erstmal das. Was? Wie? Jetzt würdest du irgendwie Kaizo Mario World irgendwie spielen, ne? Wenn ich weiß, was das ist, dann gebt mal bei YouTube ein, oder irgendwie Königsdisziplin im Super Mario World, ey. Also, wie so ein Mario-Spiel, irgendwie kein Schwein, kein normal Sterblicher irgendwie spielen kann, ey. Jede Bewegung nicht irgendwie umbringt oder so, oder wie heißt das nochmal? I wanna be the guy. Und bevor, jetzt will ich gerade so was spielen, ey. So, gehen jetzt erstmal dahin. Bitte sag mir nicht, ich tue irgendwie Momentum hier verlieren, wenn ich das mache. So, ich drücke erstmal, Alter.
Ah, oh, das ist jetzt nicht fair. Habe ich an der blöden Wand hier nicht gegen gekommen. Oh. Boah, und einige von diesen Wänden kann sich gar nicht hier. Oh. Oh mein Gott, das ist so scheiße, ne? Boah, ey, das. Hat man das jetzt schon wieder? Ich hab das gerade nur so in der Aufnahme gesehen. Oh. Ey, das gibt's da jetzt nicht, ey. Boah, und da komme ich da nicht dran. Was ist das? Und was passiert mit mir immer? Er macht überhaupt keinen Spaß gerade. Aber Daniere, du musst das Spiel genießen, egal wie kacke einige Momente sind. Du musst das Spiel genießen. Nee, weiß, wenn ich das Spiel nicht genieße, weiß, wenn ich einige Momente nicht so toll finde. So, ich sehe gerade, da konnte man irgendwie. So, lass mich dahin, ey. Oder immer da ist. Oh Gott, da geht's immer noch weiter. Gott, ich wäre da beinahe schon wieder runtergefallen. So, ja, das lohnt sich ja nicht. Es gehörte Cordova. Beunruhigt vom endlosen Krieg. Er war überzeugt, dass die Jedi einen Fehler machten und seine Arbeit wichtiger war. So, das ist alles. Oh, ein blöder Eintrag hier. Oh, nicht mal irgendwie was zum Tragen oder so, oder ein Skin oder was weiß ich. Das ist ein bisschen enttäuschend gerade. Nimm das. So. Hier komme ich jetzt da oben hin, wo ich jetzt hier irgendwas mache. Ich weiß, da kann man an der Wand laufen, aber muss ich unglaublich viel Momentum haben, habe ich so Gefühl. Wie? Muss ich mich direkt da durchschwingen, sonst hätten die doch nicht die Wand dahin gepackt, oder? Oh, die Wesen sind wieder oben, Speicherung oder so im Packen. Ja, okay, bringt eigentlich nichts. Ich werde ja nicht sterben oder so. Aber. Oh. Na. Ist aber auch ein Kack. Also allein die Passage hier schon, ne? Um überhaupt dahin zu kommen, das ist so was von schwachsinnig. Finde ich jetzt. Na ja, ich habe schon wieder Gott. Ey, wieso habe ich so viel Momentum, wenn ich irgendwie nach hinten gehe? Was soll das? Guck mal, wie hoch ich. Ich mache ja doch irgendwas falsch. Nee, ist doch schon mit irgendwas, was ich nicht sehe. Ah, kann ich zu dir hin? Ja, guck mal, wie weit ich irgendwie nach hinten fliege, aber wie wenig ich nur. Guck mal. Hier berührt schon beinahe die Decke. Verstehe ich irgendwie nicht. Ah, komm. Ja,
Nein, boah, was ist das denn? Ey, da kommst du doch gar nicht hin. Oh, ich sehe schon 40 Minuten hier an diesem Part. Ja, hart geschnitten wird natürlich, aber mein Gott, ist das schwachsinnig hier gerade. Nein, schaffe ich schon wieder nicht. Geh da ran! Oh. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für dein Jesus-Cosplay. Schaut mal, ich bin der Auferstandene. Gibt schon einen Jedi Jesus, mehr oder weniger. Ach man, ey. Na. Oh mein Gott, jetzt spring doch da ab, ey. Hey, ich habe keine Lust auf so einen Kack. So, Alter. Ich habe so ein Gefühl, ich muss direkt da durchspringen irgendwie. Ich habe da gesehen, wie viel Schwung ich drauf hatte. Ja, X-Machen wie ein blöder. Kamera drehen. Springen wie ein blöder. Kommt man da irgendwie anders hin, ey? Jetzt mal ganz ehrlich, ey. Was ist das für ein Scheißdreck? Habe ich hier irgendwas noch nicht aktiviert oder so? Kann ich vorstellen, dass das so schwachsinnig schwer ist, ey. Muss ja punktgenau schaffen alles. Meine Güte, ey. Alter. Was zum... Boah, was ist das? Ey. Ich drück doch, der hat doch gezogen, Mann. Mehr als drücken kann ich doch nicht. Boah, und jetzt macht doch mal. Ach. Ach, kann man da oben irgendwie hin? Was bringt mir das denn? Da kommt passiert oder nichts. Warum ist das so lang? Ich verstehe das nicht. Warum bekomme ich so wenig Schwung, wenn ich irgendwie... Ich bekomme irgendwie mehr Schwung, wenn ich irgendwie nach hinten schwinge. Boah, Junge, habe ich hier irgendwann auch nicht aktiviert. Ich krieg hier da echt das Kotzen gerade. So, meine Fresse, verpiss dich. Das ist echt kein Nerv für irgendwas hier. Ey, was? Oh, wie komme ich denn jetzt wieder hier raus? Hey.
da oben, dieser Kack, das ist auch noch eine Macht oder Lebensessenz, ey. Das ist es wert. Mein Gott. Gibt es irgendwie einen besseren Sprung oder so? Ich verstehe nicht. Du musst das Spiel genießen. Wenn du das Spiel nicht genießt, dann bist du daran schuld. Nee. Das ist, als würde man jeden beschissenen Teil in irgendeinem Spiel irgendwie ja ignorieren. Gibt halt beschissene Momente in einigen Videospielen. Nee, schaffe ich nicht. Hey. Das schaffst du doch nicht. Das schaffst du nicht. Wie? Stirbt nicht. Ich bin jetzt schon 46 Minuten dran. Also jetzt nicht an dem Teil, aber an dem Part, ey. Sind bestimmt schon jetzt 20 Minuten an dieser Stelle dran. Boah. Ach. Allein dieser. Boah, was war das denn jetzt schon wieder? Boah, dann gibt's doch nicht. Ey. Dann hau ich mich an der blöden Wand schon wieder ab und dann bricht er den Griff ab. Ey. Meine Güte. Ey. Ja, und dann nehmen. Boah, der macht das schon wieder. Der hat sich. Oh. Ich habe schon Griff gedrückt. Der will ja dringend anziehen, dann kommt er mit seinen Zeh daran, so nein, ich will mich nur da abhängen und dann bricht er den verkackten Griff ab. Alter, warum verliere ich denn immer Schwung hier? Ich komme da nicht hin. Ah, lass mal das eben, ey. Ah, pass ich das eben. Mein Gott, ich komme da nicht hin. Ich hoffe wirklich, ich kriege irgendwie, weiß nicht, einen stärkeren Griff oder was weiß ich, was weiteren Sprung, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie man da hier rüberkommen soll. Ich schaffe das nicht. Punkt. So, weiter. Kriege ich halt nicht. Ich habe aber kein Lebensessenz. So, hier haben wir alles. Dafür noch zwei Truhen. Wie? Geradeaus fehlen irgendwo zwei Thronen. So, da ist nur dieses kleine Gebiet hier, ne? Habe ich denn jetzt zwei Thronen verpasst? Ich habe echt das Gefühl, mir fehlt hier irgendwie so ein besserer Sprung oder so, weil ich dachte mal an, da kann man doch locker rüberspringen. Da ist eine Truhe, die kommst du denn dahin? Hier ist ja irgendwie gar kein Weg.
Muss er da überall rüber springen können, oder? Oh, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir verlassen den Planet erstmal. 88% lässt sich doch schon mal sehen. Ein Geheimnis, das ich weiß nicht, wie man reinkommt auf die Dinger. Wenn ich sowieso zu dem Planeten zurück muss, dann nein. Als wir dich hier absetzten, als ich herausstellte, dass du der warst, nach dem wir suchten, da hätte ich dir alles erzählen sollen. Ihr habt euch entschieden. Es ändert nichts daran, was wir tun müssen. Vielleicht nicht daran, was wir tun müssen, aber wie wir dabei vorgehen. Ich habe falsch entschieden und dich in Gefahr gebracht. So leitet man niemanden an. Ich habe euch nie um Anleitung gebeten. Vor dir habe ich diese Aufgabe allein geschultert. Ich hatte Grease, aber er erkannte nicht wirklich die Wichtigkeit unseres Vorhabens. Ich erwarte nicht, dass du das alles allein machst. Ihr habt mir alles Notwendige gesagt. Es bleibt mir nur das zu beenden, was wir begonnen haben. Ich verstehe. Ich unterstütze dich, falls du mich brauchst. Danke. Ich komme zurecht. Tut mir leid. Ich meditiere gerade. Siehst aber nicht aus. Ruhig. Zu ruhig. Kein Naturfan, was, Grease? Nur hinter Glas. Die Natur ist auch kein Fan von mir. Ich habe zwar vier Arme, aber du weißt sicher, für die meisten Kreaturen bin ich nur ein Häppchen. Hast du mehr Angst vor den Tieren hier oder vor der Haxe? Diese Konversation habe ich im Moment gar keinen Nerv mehr. Also, man schüttelt mich jetzt nicht damit. Kann man im nächsten Part machen. Ich muss mit meiner Arbeit noch einiges wettmachen. Die Brut hat meine einwandfreie Bilanz bei Sie, sagen wir, leicht befleckt. Also nein, ich gehe noch nicht. Beeil dich hier, ich habe Hunger. Und ein neues Rezept für Kadu-Räppchen. So. Also ich habe alles gefunden, was in meiner Macht steht und in meinen Nerven. Also wir haben zwei. Der Roche hier sieht toll aus, Grease. Es ist zwar nicht der Ursprungsbaum, aber er ist echt okay. Toll, was du mit den Ästen machst. Danke, Kleiner. Du bist okay. Okay, auf irgendeinen Grund hat jetzt alles hier auf einmal gesprossen. Alles klar. Gut, das war es irgendwie für diesen Part, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich an das eine Ding rankommen soll. Also, das ist mir zu doof. Ich habe so das Gefühl, irgendwann kann ich einen weiteren Sprung oder so lernen. So, also, ich weiß auch nicht, wie das mir helfen soll. Aber ja, ich muss so oder so irgendwann noch mal zurück. Also, was soll's? Ich habe so das Gefühl, wir gehen im nächsten Part mal nach Datum, ja, um zu gucken, was ich da noch alles jetzt finden kann. Da waren definitiv einige verschlossene Kisten und so, also die können wir uns dann mal geben. Und ja, vielleicht finden wir noch so ein Stim-Upgrade, mal schauen. Und ja, in dem Sinne sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.